dass er wird geladen oder entladen, weil Strom durch und durch fließt. Und welche Eigenschaft muss dieser Strom haben, damit die Linie nicht gekrümmt ist, sondern gerade? Genau, er muss konstant sein. Naja, aber wie hängst du das da an? Was begrenzt denn in der Schaltung jetzt den Strom durch den Kondensator? Welches Bauteil? Sag's laut. R1. Aber R1 macht uns halt keinen konstanten Strom. Der Strom ist abhängig davon, welche Spannung an R1 abfällt. Und der Spannungsabfall an R1 ist abhängig davon, auf welche Spannung der Kondensator geladen ist. Was ich machen kann, ich kann R1 durch eine Stromquelle ersetzen. Oder eine Stromsenke. Erinnern Sie sich daran, ich habe Stromspiegel und diesen ganzen Schmafu. Ich kann einfach sowas statt R1 reinhängen. Und dann ändert sich nicht der Strom, der durch den Kondensator fließt, abhängig davon, welche Spannung da unten gerade abfällt, weil der Stromspiegel ja genau das macht, dass er dann halt so hoch ohmig oder nieder ohmig ist, wie es gerade notwendig ist, um diesen konstanten Strom sicherzustellen. Und dann wird quasi in der, zeige ich das in Blau, dann wird in dem Fall ohne rechte Teil der Schaltung, wird dann quasi diese erste Linie, die wird so ausschauen, mit einem perfekten Stromspiegel. Oder einer perfekten Stromquelle. Meistens funktionieren das nicht mehr so gut, da ganz im unteren Bereich, da wird es dann irgendwie so abflachen, aber quasi hier davor hätten wir dann eine gerade Linie. Und das wird sich dann eben hier auch fortsetzen. Wir hätten hier immer diese geraden Linien. Also Stromquellen ist das Mittel der Wahl, weil man bei solchen Oszillatoren, die einfach nur einen Kondensator laden und entladen, diese gekrümmten Linien wegbekommen möchte, sondern stattdessen da wirklich gerade Linien haben will, einen echten Sägezahn. Okay, tak, 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 tak. Gut, darüber redet man dann in der Experimentiergruppe oder so. Das heißt, jetzt frage ich nochmal, ob es Fragen gibt. Ja. Nein. Also die Frage war, ob die Senkrechten ganz senkrecht sind, und sie sind es nicht, sondern dafür habe ich R2. Also man kann R2 weglassen. Wenn ich R2 weglasse, dann ist diese Linie halt sehr, sehr steil. Das Problem ist, dass der Schmidt-Träger auch nicht beliebig schnell reagieren kann. Und was ich nicht haben möchte, ist, dass es quasi hier einen Overshoot hat. Und manchmal geht es halt so weit rauf und dann beim nächsten Mal reagiert es zufällig wieder ganz exakt und beim nächsten Mal habe ich einen extremen Overshoot, weil dann quasi jede Periode ein bisschen eine andere Länge hätte. Das heißt, man möchte schauen, dass das zwar fürs Auge sehr steil rauf geht, aber in Wirklichkeit noch ein schöner definierter Verlauf ist, sodass der Schmidt-Träger genau den richtigen Punkt erwischen kann, um den Ausgang umzuschalten. Und darum begrenzt man diese Steilheit ein bisschen mit R2. Sonst Fragen? Wenn ich jetzt was real basteln will, also ja, Experimentiergruppe zum Beispiel, was ein Digitalsignal mir macht, wo ich aber selber auch steuern kann, ja, was würdest du mir da empfehlen? Naja, also entweder dein 555er, den wir ja schon hatten in der Experimentiergruppe, aber im Kurs noch nicht, oder diese Schaltung hier. Also es gibt eine ganze Reihe von einfachen Oszillatoren, aber ich glaube, Wenn du quasi keine Frequenzstabilität oder sowas brauchst, sondern nur was Einfaches, was ein Rechteck liefert, dann ist das die einfachste Schaltung. Und im Bauteilsortiment haben wir so 6-fach-Schmidt-Träger. Das heißt, da kannst du gleich 6 Oszillatoren mit einem Chip aufbauen. Brauchst halt 6 Widerstände, 6 Kondensatoren, bist du fertig. Und wie wechsle ich dann die Frequenz? Also du kannst die Frequenz einstellen, indem du hier einen regelbaren Widerstand machst, ein Potti. Du könntest zum Beispiel hergehen und dann die Kondensatoren zum Beispiel, also normalerweise sind steuerbare Widerstände sind vergleichsweise günstig, aber wenn du sagst, ich will jetzt quasi über zig Dekaden gehen, ist das ein bisschen blöd, nur da ständig die umzustellen. Das heißt, was sich hier irgendwie bewährt hat, ist, dass du sagst, du nimmst einen steuerbaren Widerstand
und dann mehrere Kondensatoren, zwischen denen du zum Beispiel umstecken kannst. Dann nimmst du die Kondensatoren, um quasi die Dekaden zu gehen und in 10er Schritten die Frequenz zu ändern und dann den regelbaren Widerstand, um das im Feinen abzustimmen. Okay, sonst Fragen?